Wir erforschen optische Methoden zur dreidimensionalen Erfassung der Gestalt von Objekten im Raum. Unsere letzte Erfindung ist das Flying Triangulation Prinzip, wo man mit dem Sensor einfach um das Objekt herum wandern kann oder man kann auch das Objekt im Raum drehen und der Sensor nimmt nacheinander die gesamte Gestalt auf und während man diese Bewegung ausführt, werden die Daten schon geliefert. Was es auszeichnet, ist, dass es komplett bewegungsrobust ist. Das heißt, der Sensor und das Objekt dürfen sich relativ zueinander bewegen. Die Motivation, die hinter dem Projekt steht, ist, dass wir gefragt wurden, ob wir den Posaunenengel vor dem Bamberger Dom optisch vermessen können. Der zerfällt schon etwas aufgrund von Umwelteinflüssen. Unser damaliger Sensor war recht klotzig und wir sind dann dorthin gefahren und haben von ganz verschiedenen Positionen Stop-and-Go-mäßig Aufnahmen gemacht. Das war eine sehr aufwendige Prozedur. Die Ansichten mussten offline zueinander ausgerichtet werden. Und wir haben einen ganzen Monat benötigt mit über 200 Aufnahmen, um diese Oberfläche überhaupt zu bekommen. Das hat uns motiviert, ein neues Sensorprinzip zu entwickeln, das eine Freihandvermessung einer solchen Oberfläche ermöglicht, mit visuellem Feedback in Echtzeit über den Messprozess. Aktuell besteht unsere Sensorfamilie aus drei Sensoren, einem intraoralen Zahnsensor, einem Kopfsensor und einem Körpersensor. Das Prinzip ist frei skalierbar und es kann zum Beispiel auch ein Sensor zur Vermessung von Räumen entwickelt werden. Da wir den Sensor frei um das Objekt bewegen möchten, haben wir uns hier für ein Single-Shot-Verfahren entschieden. Ein Single-Shot-Verfahren ist in der Lage, 3D-Daten aus einem einzigen Kamerabild zu berechnen. Ein Single-Shot-Verfahren hat allerdings auch einen Nachteil, nämlich dass ich keine vollflächigen 3D-Daten berechnen kann. Dadurch, dass wir aber zwei gekreuzte Muster projizieren, können wir diese dünn besetzten Muster zueinander ausrichten und so nach und nach durch die Sensorbewegung das 3D-Modell auffüllen. Und das Ganze ohne externes Tracking. Der Sensor verfügt über ein visuelles Feedback. Das ist im Prinzip eine Echtzeitvorschau der gerade akquirierten 3D-Aufnahmen. Beim Beginn der Messung werden diese dünn besetzten 3D-Aufnahmen dann sukzessive zueinander ausgerichtet und so das 3D-Modell nach und nach aufgefüllt durch die Sensorbewegung. Nach wenigen Sekunden haben wir dann ein hochgenaues und dichtes 3D-Modell akquiriert. Durch den zusätzlichen Einbau einer Farbkamera ist es uns möglich, die Textur des Objekts nachträglich auf die 3D-Daten aufzubringen. Das verstärkt den dreidimensionalen Eindruck des Objekts nochmal gewaltig. Diese Echtzeitanforderung war eine große Schwierigkeit während unseres Projekts, weil wir müssen ja nicht nur Daten akquirieren, 3D-Daten generieren, zueinander ausrichten, sondern auch noch die Daten visualisieren. Um diese vier Schritte zu kombinieren und alles innerhalb von den 30 Millisekunden, die uns bis zum nächsten Frame zur Verfügung stellen, das ist schon eine sehr große Schwierigkeit gewesen. Die Flying Triangulation Sensoren können in vielen Bereichen eingesetzt werden. Da gibt es einerseits die Medizin, wo Formerfassung an sich eine wichtige Rolle spielt, wie auch OP-Planung oder auch Zahnvermessung. Und des Weiteren kann man Flying Triangulation auch in Kunsterhaltung einsetzen, Archäologie oder auch Forensik, Reverse Engineering, um die Form zu erfassen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ein weiterer wichtiger Forschungsbereich ist die Erweiterung der Funktionalität des Prinzips. Dazu muss die Datendichte pro Einzelaufnahme sehr stark erhöht werden. Endziel ist die 3D-Videokamera.